Servus, ihr Schweinchen, gehört ihr wieder da. Wir machen weiter mit Sims 4 und diesmal werden wir das Badezimmer machen, denn Badezimmer ist wichtig, man muss ja scheißen und brunzen, gell? Und deswegen machen wir das jetzt hier. Die Tür gefällt mir eigentlich überhaupt nicht, übrigens, gell? Die machen wir weg. Die Tür ist scheiße. Das ist schon mal die erste Änderung da bei dem Bad, was ich machen werde. Hier natürlich Bad ist eigentlich super. Ist jetzt überhaupt nicht groß oder so. Ich mag normalerweise riesengroße Badezimmer, aber dafür haben wir unten einen ganzen Pool, gell? Also ist das eigentlich total scheißegal. Deswegen machen wir hier jetzt ein schönes Klöchen. Jetzt muss ich aber gerade überlegen, wo wir denn da reingehen wollen. Wo ist denn da das Beste? Ob wir da die Tür machen oder da hinten die Tür machen? Schauen wir gleich. Auf jeden Fall brauchen wir Türen. Und die kennst du, Gary, bei mir gibt es nur absoluten reinen Luxus, gell? Aber da machen wir eine große Tür. Na, das ist schon wieder zu groß. Aber schon ein bisschen so eine größere, gell? Sowas, was Schönes, Tolles, Großes. Ja, schaut mal, das passt sogar perfekt. Schatz, das ist eigentlich Eingangstür, aber das ist dem Gary scheißegal, gell? Das macht man eigentlich nicht hier im Badezimmer, aber ich bin halt dekadent, gell? Gary, wisst ihr, ich bin ein extra Wurscht vom Feinsten. Der gefällt mir. Der ist schon zu groß, aber da finde ich noch irgendwas, was mir gefällt. Na, das passt schon eigentlich, gell? Da könnte man auch nochmal so Tür machen, aber na, das passt. Die Tür machen wir. Und jetzt machen wir da ein schönes Luxusbad. Vom allerfeinsten. So, wir gehen dann da durch. Büro, Wohnzimmer, Esszimmer, da, Scheißzimmer, Badezimmer, Entschuldigung. Ja, oh, was ist denn das? Am Platz, super. Ist halt wieder so ein Nachteil, wenn du so ein Ding hast. Ah, oh, ich will aber Eckwanne. Ja, ich will eine Eckwanne. Mei, schaut mal. Das ist ja super. Das passt ja super in die Ecke rein. Schaut mal. Dann kann ich baden und dann kann ich mir unten die ganzen Menschen beobachten, die nichts wert sein, beziehungsweise weniger wert sein als ich und weniger schön als ich. Dann kann ich von oben herabspucken und scheißen. Super, das gefällt mir bestens. Ja, das ist was für ein Gary. So. Machen wir das dahin. Wundervoll. Dann brauchen wir noch ein Waschbeckerle. Das Waschbeckerle mache ich da in die Ecke. So, natürlich auch Luxus, bitte. Nur Luxus. Was ist denn das? Ist das genügt das meine Ansprüche? Nein, Bürowaschbecken, ja, schlecht. Waschbecken mit Beinen. Geschmackvolles Waschbecken. Ja. Das ist euer Luxus. Super. Das ist super. Ja, das ist genau das. So, da braucht man noch eine Scheißschüssel, eine Kloschüssel. Entschuldigung, ich bin halt voll pervers, tut mir leid. Ja, da kann ich auch ein Katzenklo auch hinmachen, gell? Was haben wir denn da? Der kritische Thron. Kann ich aber nicht haben, da muss ich Level 10 sein bei Kunstkritiker. Frage mich auch, wieso ich nicht eigentlich schon so weit bin, gell? Landhaus, Toilette, süße Fluchten. Ja, wenn ich scheiße, ist es auch süß. Antiquierte Antiktoilette. Ja, das ist ja geil. Gibt es das nicht in Gold? Ja, sogar mit goldener. Nein, das ist braun. Ich dachte, das ist Gold. Ist denn das zu cool für ein WC? Das schaut aber auch cool aus, gell? Das ist echt cool. Schaut mal. Ja, das passt. Das passt. Wartet mal, ich mach noch ein bisschen so. Ja, das passt. Das ist super. Doch, die Kloschüssel gefällt mir. Das hat was direkt da daneben. Ja, geil. Dann braucht man noch was zum Hände abtrocknen und so weiter. Mal, das macht so Spaß. Aber wo mache ich das jetzt hin? Jetzt habe ich ein Problem, gell? Okay, jetzt habe ich echt ein Problem. Handtuchhalter. Habe ich nicht so viel Platz. Ah doch, da daneben haben wir Platz ein bisschen. Super. Man braucht auch was zum Hände abwischen. Man braucht auch was zum Arsch abwischen, gell? Obwohl, eigentlich mag ich solche Toiletten, wo so ein Strahl rauskommt. Das kritzelt immer so ein bisschen beim Arschloch, aber dafür macht es ganz sauber. So, Moment. Klopapier. Mach mal hier hin. So. Super. Was ist denn das? Ein Waschbrett. Na. Seifenspender. Ja, das braucht man auch. So. Kann ich das da drauf tun? Kann ich gar nicht. Charmanter Akzent. Zenit. Ah, das ist halt alles ein bisschen eng und blöd hier. Ja. Warte mal. Ich habe eine bessere Idee. Mach mal doch die Tür hier hin. Warum geht das nicht? Ah, wegen dem. Na, es geht doch. Scheiße. Das ist halt eben der Nachteil, wenn alles ein bisschen eng ist, gell? Das ist scheiße.
Mei, oh mei, oh mei. Wo mache ich denn überhaupt der Waschmaschine hin? Scheiße. Ja, waschen muss ich dann unten. Was ist denn das eigentlich? Handtuchhalter bestückt? Ja, das könnten wir auch dann machen. Mei, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Eimer, viktorianischer Handtuchhalter. Ja, das ist... Machen wir da einen. Halt mal. Ein Spieglein brauche ich auch zuerst. Moment, Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Der Kelle natürlich. Keine Frage. So. Geht das auch ein bisschen höher? Nein. So? Ja, das ist doch schön, aber andere Farbe bitte. Mai in rosa. Geil. Nein, ich möchte ein bisschen... Nein, im Bad möchte ich es ein bisschen dezenter haben. Ein bisschen eleganter. Muss nicht alles immer rosa und pink sein. Okay. So, aber Schwuchtel bin ich auch wieder nicht. So. Wie Platz haben wir halt nicht? Das ist halt die Scheiße. Wäschekorb. Na, waschen tue ich hier keine Wäsche. Ich gehe nur scheißen und baden. Das passt schon. Mehr braucht man hier nicht. Handtuchring. Aha, aha, aha. Notfallwäschekit. Toilettenorganizer. Ja, das könnte man... Ich habe ja auch keinen Platz. Für nix hast du Platz hier. Ja, einen Bademantel braucht man. So. Für nix hat man Platz hier in dem Scheißloch. Moment, gibt es auch andere Farbe? Ja. So. Machen wir es halt auch direkt daneben, dann kann man die Hände trocknen und so weiter. Super. Kehrbesen, das brauche ich nicht hier. Handtuchhalter, ja, wir brauchen auch Handtücher hierfür. So, braucht man ja für das Königlich von irgendeiner Prinzessin. Ja, mei, so schön in schwarz. Schaut mal. Mach mal hier hin. Super, aber irgendwas verpasst oder irgendwas vergessen. Was ist denn das? Aha. Seifen. Ja, Seifenspender kann ich da nicht machen. Da ist kein Platz. Aber sonst bin ich eigentlich... Obwohl, das könnte man auch machen, gell, dass es so ausschaut. Ja, ja, das macht man dann so einheitlich. Moment. So, dann kommst du weg. Tu das nicht weg. So. Aber das kann man da nicht... Ja, dann bleibt halt das da. Ist ja wurscht. Ja, so, jetzt müssen wir noch die Wandfarbe aussuchen oder habe ich irgendwas verpasst? Was vergessen? Wandtattoo. Nein, Snoopy, halt die Schnauzen. Kann ich dann irgendein Bild oder so machen? Pfoten an der Wand. Ja, wartet mal, Pfoten an der Wand, das kann ich ja hier machen. Das ist nämlich da. Das ist der Bereich von meinem Hündchen. So. Das meist ist nicht schön. So. Ja! Snoopy! Das ist nicht für dich. Ja, dann bell halt. Kein Problem. Ja, mach ruhig. Ist egal. Kommst zum Chinesen. Ja, da kommst du zum Chinesen, Snoopy. Ist vorbei. So, machen wir hier noch ein paar Pfoteln hin. So, meist ist schön. Eigentlich wollte ich ja nur das Badezimmer machen, aber wenn ich das gerade so entdeckt habe, okay, kann man ja auch hier ein bisschen dekorieren. Ja, ist jetzt aus! Meine Güte. So, super. Da weiß jeder ganz genau, aha, das ist Hundebereich, da darf ich nicht hin. So, genau. Super, was ist denn das eigentlich? Genau, das ist hier von den Hunden irgendwas. Ja, was will ich denn sonst machen eigentlich da, gell? Okay? Mehr kann man nicht tun. Und wo ist ein Kästchen? Ja, so ein Kästchen kann ich da noch machen. Platz. Hier ist so noch. Was ist denn das eigentlich? Duschablage. Ja, genau. Das fehlt mir ja da. Gibt es auch andere Farben? Nein. Das ist mir ein bisschen zu wenig elegant, ist mir das. Und. Ja, so ein Kästchen könnt ihr da hin machen, gell? Nein, mach mal das. Passt schon. Gibt es auch ein Loser? Ja, machen wir es halt da so. Passt schon. Super. Kann man das noch ein bisschen niedriger machen? Ja, das auch? Nein, das nicht. Aber das... Nein, machen wir es lieber da oben. Ich mag so Sachen, was in einer Linie sind, weißt du? Wäschehaufen? Nein. Ja. Ja, ja. Super, super. Und das... So ein Eimer. Für Eimer. Also so ein Zeugs halt, gell? Braucht keiner. Nein, das braucht keiner.
Sördala, dann machen wir jetzt hier so einen schönen Teppich. Beziehungsweise erstmal überhaupt am Boden. Wäre eigentlich gerade damals so schlecht, wenn ihr Boden machen würdet, den anderen einen schönen Unterwand. Man, okay, wo kommen wir denn da nochmal hin? Wo sind denn die Tapeten? Sind die da richtig? Ja, da sind wir bei den Tapeten. Was machen wir denn da nettes? Irgendwas Elegantes, gell, wie immer. Ich glaube, das ist eher für außen. Ja, in Schwarz. Außen haben wir das gleiche in Lila. Das gefällt mir nicht. Und das? Oh, das ist elegant. Aber ich möchte irgendwelche Fliesen haben. Wo sind denn? Ja, da, Fliesen. Genau, ich möchte Fliesen haben. Aber was für Fliesen ist die Für Fliesen macht man denn da? Ja, perfekt. Das war Love on the First Seite. Schwarz-Weiß, super. Ja. Brauche ich gar nicht weiterschauen, das ist super. Passt, dann machen wir jetzt noch am Boden. Kommen wir denn da hin bei den Böden? Da, dann machen wir auch Fliesen, bitte. Genau. So, oh. Oh, ja. Na. Oder das? Na. Das? Ja, so weiß irgendwie, gell? So weiße Fliesen, glaube ich, ist da irgendwie am besten. Vom Kontrast her, gell? Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, schwarz? Na, schwarz ist. Na. Na, das ist mir dann zu dunkel. Was ist denn das? Nietengrundplatte? Nein. Guck mal, das in weiß. Oh, das da, ja. Das ist gar nicht einmal. Ja. Jawohl, wohl. Okay. Gefällt mir. Ja, doch, gefällt mir. Dann muss ich jetzt ein bisschen höher. Ein bisschen besser aussieht. Ja. Ja, jetzt ist mir wieder was eingefallen für hier. Da machen wir nämlich einen Medizinschrank da noch hin beim Scheißhaus. Wieder Toiletten. Moment. Wo haben wir das? Da. Genau. War auch in Schwarz, denn das ist ein super Kontrast. Schaut mal. Ja. Super, mein Bad ist fertig. Ja, mei. Jetzt brauchen wir nur noch ein Licht. Ein Licht noch zum Scheißen, dann ist das Bad fertig. Na, da kommen wir ja schnell voran mittlerweile. So, was macht man denn da? Objekte filtern. Mhm. Da kann ich einstellen, was ich haben will. Was macht man denn da hin? Das da. Na. Oder? Müsste ich kurz wechseln auf Nacht. So. Da leuchtet ja sowieso was schon. Aber nicht davon. Ja. Na. Lampe Clubbing. Ja, das ist geil. Obwohl, warte mal, das kann ich auch hier außen machen. Egal, das machen wir später, Dekoration. Wir machen jetzt mal erstmal alles fertig, gell? So, was mache ich denn jetzt auf die scheiß Wand drauf? Kann ich denn eigentlich machen, dass es nur Wanddinger sein? Was leuchtet denn da eigentlich für Licht? Was ist denn das? Ist es das da? Was leuchtet denn da? Das war am Leuchten. Verkaufen, weil das kann ja gar nicht hier reinleuchten. Das leuchtet ja von außen hinein und da sehe ich ja nicht, wie viel Licht ich hier drin habe. So, boah. Okay. Mei, ich bin so unschlüssig. Ich bin der dumme Kuh. Was mache ich denn da jetzt hin? Das? Na. Das? Na! Mei, das ist. Das ist cool. Aber das kann ich da nicht hin tun. Meier, meier, meier. Was mache ich denn das so? Gibt so viel. Ich will irgendwas Kleines, aber Helles. Mei. Gibt's viel zu viel. Ja, komm. Machen wir halt das. Warte, Moment mal. Schauen, dass alles einer Linie ist. Dann machen wir hier drei. Und da drei. Obwohl, es ist auch nicht so luxusmäßig. Na, weg damit. Fällt mir nicht. Na. Das leuchtet ja gar nicht. Da sieht ja gar nichts mit dem Scheißlicht. Warte mal.
Voll schlecht. Was ist denn das eigentlich? Es leuchtet auch kaum. Ja, das ist gut. Da müssen wir noch besser platzieren, das Ganze. Ja. Ja, das passt. Das ist auch hell genug. Ja. Super. Dann haben wir das Badezimmer eigentlich fertig. Obwohl, ich wollte noch einen Teppich machen. Gell? Mal schauen, ob wir dann einen ganz schönen Teppich finden. Noch so einen kleinen. So kleinen. So fürs Klo, wisst ihr? Was Kleines fürs Klo. Hallo. Ja, so. Na. Was noch kleineres, habe ich gesagt. Kleines, rundes. Nicht so groß alles. Ja, sowas. Super. Ja. So. Passt. Wo man das eigentlich für Badezimmer immer noch viel zu dunkel ist, gell? Irgendwie. Ist mal viel zu dunkel. Aber wurscht, jetzt haben wir auch einen Teppich da hingekaut. Super. So, das dann ein bisschen hier so reinschieben. Das schaut total gut aus. So. Ja. Ja, geil. Super. Dann haben wir jetzt auch das Badezimmer fertig. Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Ciao und schreibt in die Kommentare Hashtag das schönste Badezimmer auf der Welt. Ciao.